So, alle haben ihren Platz, dann können wir loslegen mit unserer Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Unsere Gäste von ein bisschen weiter hoch den Rhein begrüße ich ganz herzlich, allen voran den Gästetrainer Daniel Farke, der direkt das erste Wort zur Pressekonferenz bekommt. Ja, Glückwunsch natürlich zunächst mal an Bo, an Mainz für wichtige 3 Punkte und für einen Sieg. Ich glaube, wenn du 0-4 verlierst, dann ist auch nicht der Zeitpunkt, um über irgendwelche positiven Dinge zu sprechen, sondern da gehört sich einfach immer sehr selbstkritisch zu sein und ja, die Dinge dann auch sehr selbstkritisch anzusprechen, die nicht gut gelungen sind. Ich glaube, über dem Spiel steht heute, Fußball ist ein Fehlerspiel und wer mehr Fehler macht, verliert das Spiel. Und das haben definitiv wir heute gemacht, gerade so in entscheidenden Situationen. Ich glaube, zum Verlauf des Spiels ist es eigentlich so, dass wir richtig gut reingekommen sind. Es war eine sehr gute Anfangsphase, hatten sehr dominant, waren auch im Ballbesitz, gute Situationen rausgearbeitet haben. Ja, Mainz hat mit viel Wille irgendwie dann eine Riesenchance für Manu Kone zum Beispiel auch einen Schuss noch so eben geblockt. Und ja, aus dem Nichts geben wir dann 0-1 das Tor weg in einer Phase, wo wir eigentlich sehr dominant waren. Unterschätzt die Situation, mein Innenverteidiger wird angespielt in der Außen, unterschätzt die Situation total, verliert den Ball, ist dann natürlich auch folgerichtig nicht bei der Flankenverteidigung in der Mitte, wo er eigentlich zu sein hat als Innenverteidiger, weil er den Ball gerade verloren hat. Und Mainz macht dann irgendwie das Kopfballtor irgendwie aus 12 Metern, auch ein bisschen unglücklich, weil sich bei diesem Pass raus Jonas Omlin den Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hat. Konnte sich wahrscheinlich auch nicht mehr richtig abdrücken dann in der Szene, sonst hätte er die Situation wahrscheinlich auch noch geklärt, weil natürlich auch sehr unglücklich, aber natürlich ein Schlüsselmoment auch in diesem Spiel. Das Zweite war dann natürlich, dass wir auf Jonas dann irgendwie auch verzichten mussten. Und ich finde, wir haben trotzdem in der ersten Halbzeit dann eine gute Reaktion gezeigt, sind zurückgekommen, haben Druck aufgebaut und sind deswegen auch sehr optimistisch in die zweite Halbzeit gestartet. Und ja, die Story des Spiels war in der zweiten Halbzeit eigentlich genau gleich. Wir haben ein bisschen überhastet in der Spieleröffnung, Ball 25 Meter vom eigenen Tor, völlig frei in den Fuß vom Gegner gespielt. Mein spielt einen tiefen Pass. Ja, direkt zum Torabschluss, den kann man nicht ganz festhalten. Und im Nachschuss war dann das 2-0 da. Ich finde, auch dann haben wir nochmal alles versucht, um ins Spiel zurückzukommen, aber dann eben den Fehler gemacht. Die 1-1-Situation war eigentlich die größte Chance im gesamten Spiel, irgendwie dann mit Marcus Thuram, um vielleicht dann nochmal zu verkürzen, ins Spiel zurückzukommen. Haben wir nicht gemacht. Super Parade vom Torhüter, muss man auch gratulieren. Und ja, mehr oder weniger im Gegenzug, vielleicht 2-3 Minuten später, bekommen wir dann aus einer Schussposition, da war ja fast von der Außenlinie das dritte Tor. Dass dann schwierig wird, ist hier in Mainz noch zu punkten, ist glaube ich auch klar. Also wir haben definitiv zu viele Fehler gemacht heute, als dass wir für Punkte in Frage kommen. Deswegen ja, müssen wir Mainz dann irgendwie auch zum Sieg gratulieren, müssen das auch akzeptieren, dass wir das Spiel verloren haben. Und fahren natürlich mit dem Ergebnis ja und mit diesen Fehlern natürlich auch sehr enttäuscht nach Hause. Dankeschön. Frage, Bo, wie ist denn dein Eindruck vom Spiel? Ja, erstmal danke, Daniel, für die Glückwünsche. Ich finde, dass die erste Halbzeit hat man nicht gesehen, dass das Spiel ein 4-0-Spiel dann auch wird. Gladbach war auch die bessere Mannschaft, spielbestimmt. Wir kamen nicht hin, auch mit ihr gute Position spielen. Uns einfach auch bespielt, ohne, ja, die haben eine große Chance mit Kone, aber sonst nicht so viele Torchancen. Aber das Gefühl auf dem Platz, glaube ich, war für die Jungs und auch uns nicht gut. Wir schießen eine einzige Torchance, das hat natürlich sehr gute Flanke und ein überragende Kopfballtor. Gehen wir auch in Führung, aber wir waren nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit, Spieler und Trainer. Zweite Halbzeit, das hilft uns natürlich, das frühe 2-0, aber ich finde, dass wir insgesamt viel aktiver waren, viel intensiver unterwegs waren. Und die Gladbacher weniger Zeit gegeben haben. Und das, finde ich, war ausschlaggebend. Vielleicht nicht, um Ende 3 Tore zu machen in der zweiten Halbzeit, aber auf jeden Fall das Spiel eher so gestalten, wie wir es gern haben wollen. Und ja, am Ende ist, wie gesagt, der Sieg, glaube ich, ist verdient in der Höhe. Vielleicht oder schon eher nicht. Bo, jetzt seid ihr in der Reihe. Bitte hebt kurz die Hand. Bardo Rudolf von der Allgemeinen Zeitung fängt an und bewaffnet euch mit dem Mikrofon. Danke. Ja, Boris, hat 2 Premierentorschützen bei dir heute gegeben. Was bedeutet das für die beiden? Fragst du den Falschen. Aber die sind beide Stürmer. Und ich glaube, Tore sind sehr wichtig für die Stürmer. Der Ludo kam aus einer nicht so einfachen Situation in Straßburg, wo er lange kein Tor gemacht hat. Und jetzt, das bedeutet ihm natürlich viel. Für Nelly ist das eine andere Situation. Das junge Spieler wird jetzt reingeworfen und schießt das erste Tor. Das ist ein Tag, den er
den er wahrscheinlich in seinem Leben nicht vergessen werde. Und ja, unterschiedlich halt. Einmal der Herr in der zweiten Reihe, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten und wenn wir das Mikrofon einmal durchreichen. Danke. Ja, Yannick Sorgatz, Rheinische Post. Herr Farke, diese 5 Minuten nach der Pause waren ja irgendwie besonders markant. Die Mannschaft kam raus, die Wieliner sagte auch, irgendwie viel vorgenommen. Da gab es erstmal eine Unterbrechung, die die eigenen Fans verursacht haben. Wie bewerten Sie das, wenn man sich ja doch was vornimmt nach der Pause? Und dann ist es aber ja nicht gesagt, dass man, wie Ihre Mannschaft, glaube ich, im zweiten Angriff danach dann irgendwie kollektiv irgendwie sich total reindrängen lässt, Fehler macht und dieses Tor dann so fängt. Also können Sie mal vielleicht was über diese Minuten sagen, die ja dann so ein besonderer Knackpunkt sind? Ja, so war gar keine Entschuldigung. Das hat nichts mit außerhalb des Rasens irgendwas zu tun. Ich glaube, es war eine Situation, wo wir in der Spieleröffnung irgendwie ein bisschen zu hektisch waren, haben das die Wieliner, glaube ich, schon unter Druck dann irgendwie gebracht. In der Spieleröffnung finden eigentlich die nächsten 2 Pässe gut mit guten Lösungen und spielen den Ball dann trotzdem irgendwie relativ unbedrängt irgendwie in den Gegner. Und ja, der Pass tief war dann schwer zu verteidigen. Ich glaube, der Winkel war gar nicht so gut für einen Torschuss, aber ja, wir waren irgendwie nicht ganz in der Lage, den Ball dann irgendwie festzuhalten. Und ja, beim Abpraller war dann Mainz irgendwie einen Ticken schneller. Ist dann der Stürmer natürlich im Vorteil, hat den Ball reingedrückt, war natürlich eine spielentscheidende Szene. Ja, sind wir nur selbstkritisch und schieben das nicht auf Dinge, die außerhalb des Platzes passiert sind. Henning Kunz von der Allgemeinen Zeitung. Ja, Bo, du hast die Frage, die dir wochenlang gestellt worden ist, gestern beantwortet, beziehungsweise heute vor dem Spiel. Robin Zentner ist ins Tor zurückgekehrt. Was ist der Grund deiner Entscheidung? Dass der Robin der Nummer 1 ist, dass er in meine ganze Zeit hier der Nummer 1 ist und war, wo ich gekommen bin, jede Sommervorbereitung. Der ist Vizekapitän auch geworden, weil er eine wichtige Stellenwert hat innerhalb der Mannschaft. Und mein Gefühl war jetzt, dass er auf sein 100% ist. Und wenn er auf sein 100% ist, dann ist er nach meiner Meinung der beste Torwart. Ist nichts gegen Finn, der hat es überragend gemacht, die letzten 7 Spiele. Dürfen aber nicht vergessen, dass der Robin es auch sehr, sehr gut gemacht hat in die 70 Spiele davor. Und deswegen ist die Entscheidung so gefallen. Vielleicht kannst du anschließend noch etwas zu seinen beiden Paraden sagen, oder zur Leistung generell von ihm? Oh, ich finde, es war in Ordnung. Er hat natürlich die spielentscheidende Szene mit Thuram in 1 gegen 1 bei 2-0. Dann hätte es nochmal eng sein können. Das war eine spielentscheidende Szene. Sonst glaube ich am Anfang, ja, es war okay. Mit dem Ball ein paar Lösungen, die ich gern anders gesehen hätte, aber insgesamt sehr souverän und fehlerfrei. Das ist nicht selbstverständlich nach dieser Pause und auch die ganze Rede. Und der Finn hat es so gut gemacht und so weiter. Das finde ich, hat er echt souverän gelöst. Henning, kannst du einmal das Mikrofon direkt hinter dich reichen an den jungen Mann in Hellblau? Markus Mühlenberg von der Bild-Zeitung. Herr Farke, jetzt 22 Spiele sind gespielt, 39 Gegentore. Wo sehen Sie die großen Probleme in der Defensive? Das war ja auch eines Ihrer Ziele, mit dem Sie ja hier in Gladbach angetreten sind. Ja, ist zu viel. Das steht fest. Generell, glaube ich, kann man gar kein Pauschalurteil fällen. Natürlich haben wir uns irgendwie so, ja, die lange Verletzungspause von Jan Sommer in der Hinrunde nicht gut getan. Ganz bestimmt auch die lange Verletzungspause von Kohi Takura nicht gut getan, aber ja, müssen auch selbstkritisch sein. Ich finde so generell ist eine Qualität, die unserem Spiel einfach fehlt und das nicht seit Wochen oder Monaten, sondern, wenn man ehrlich ist, wenn man sich auch die letzten beiden Spielzeiten anzieht. Wir machen sehr, sehr gute Spiele, wenn das Spiel in unsere Richtung läuft, wenn wir in unserem Flow sind, wenn wir das Momentum auf unsere Seite ziehen. Aber Bundesligaspiele sind eben manchmal so, dass irgendwie auch etwas unglücklich gegen dich läuft und mal eine Situation irgendwie, obwohl du dominant bist, dann irgendwie zum Rückstand führt. Und dann so diese Resilienz zu haben, diese Qualität zu haben, sich dann dagegen zu wehren und das Spiel dann weiter fehlerfrei abzuliefern und weiter darauf zu drängen, dann sich wieder penetrant zurückzuarbeiten ins Spiel.
Das ist was, was uns abgeht. Das ist generell eine Qualität, die wir dringend hinzufügen müssen zu unserem Spiel. Weil ich glaube, immer dann, wenn wir gut im Spiel sind, dann sind wir in Lage, zu Null zu spielen, dann sind wir in Lage, sehr gut auch zu verteidigen. Das haben wir schon nachgewiesen. Aber mir gefallen so die Momente nicht, wenn das Spielmomentum gegen uns geht. Und ich finde, da müssen wir eine andere Widerstandsfähigkeit zeigen. Und das sind auch die Momente, wo wir dann in einigen Spielen dann einfach zu viel Gegentore bekommen haben. Genauso wie heute. Ja, und das ist definitiv eine Qualität, die wir dieser Mannschaft definitiv hinzufügen müssen. Einmal die Dame mit der roten Mütze. Ich nehme an, auch von der Rheinischen Post, glaube ich, nicht? Ja, genau. Hanna Gobrecht, hallo. Herr Farke, Nico Elvedi hat heute einen gebrauchten Tag. Ich glaube, das kann man so sagen. Marvin Friedrich saß dafür wieder 90 Minuten auf der Bank. Warum haben Sie sich so entschieden und nicht beispielsweise bei dem Dreierwechsel in der 79. dann auch noch Marvin Friedrich gebracht? Naja, weil Nico Elvedi für uns ein absoluter Führungsspieler ist, hab das schon gesagt, für mich ist er wenn er wirklich in seinem Top-Flow ist, ist er einer der besten Innenverteidiger auch in Europa, das hat er über Jahre einfach auch nachgewiesen. Natürlich jetzt auch mal das eine oder andere Spiel gehabt, wo er nicht auf seinem Top-Niveau gespielt hat, das muss man auch ehrlich sagen und selbstkritisch sagen, da gibt es auch kein Verstecken dahinter. Ich finde, das Erste ist das auch mal klar und deutlich zu benennen, aber ihn heute draußen zu lassen, war für mich gar keine Frage, weil er zum Beispiel auch gegen Bayern überragendes Spiel gemacht hat. So, und dann ist es nun mal so als Innenverteidiger, ja, wenn du einen Fehler machst und der wird bestraft irgendwie so, dann kannst du das nicht wegdiskutieren, dann geht es darum, das weiter auch gut zu verteidigen. Ich wollte ihn dann so auch so mit seiner Geschwindigkeit, das ist schon der Abwehrspieler mit der höchsten Geschwindigkeit, den wir im Kader haben, dann auch weiter im Spiel haben, weil ja klar war, wir müssen drängen und müssen relativ hoch stehen und das ist eigentlich was Nico dann auch sehr, sehr gut in der Lage ist umzusetzen und war dann eher so, dass wir eher offensiv denkende Spieler gebracht haben. Ich habe jetzt nicht so gesehen, dass wir irgendwie, wenn wir auf der Innenverteidigerposition das Momentum des Spiels jetzt dramatisch ändern würden. Deswegen ist Nico auch weiter auf dem Platz geblieben und das war der Grund dafür. Einmal hier vorne noch, wo das Mikro schon gerade liegt und dann ja. Peter zu dir. Herr Farke, die Fans haben wir wollen euch kämpfen sehen gerufen nach dem Spiel. Dann geht ja auch der Blick oft immer auf die Laufstatistik. Jetzt sind es heute 9 Kilometer weniger, mehr als 50 Sprints weniger. Wir wissen alle, dass das nicht alles aussagt und nicht alles ist, aber es ist trotzdem nicht vielleicht eine etwas zu große Gap, um in der Bundesliga auch irgendwie was zu vermitteln, um auch irgendwie diese Resilienz vielleicht auch herzustellen, wenn man dann nur 198 Sprints hinlegt und so deutlich doch hinter dem Gegner zurückbleibt. Ja, definitiv. Also sind wir auch nicht mit zufrieden. Das ist ein Thema, was wir im Prinzip seit Monaten, wenn ich ehrlich bin, der Verein insgesamt ja schon irgendwie seit einigen Spielzeiten auch bemängelt. Und ich habe ja meine Einschätzung dazu, was wir zu tun haben, auch gesagt. In der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Da haben wir hohe Anzahl an Laufintensität hingelegt, auch einen guten Umfang. Aber ja, es war dann so, dass wir das Spiel dann natürlich dann irgendwie so mit dem 0-2 gegen uns haben kippen sehen. Und das ist ja auch das, was ich sage, da müssen wir eine andere Widerstandsfähigkeit zeigen und habe dann auch Situationen gesehen, wo wir nach Ballverlust dann nicht direkt ins Gegenpressing gegangen sind, sondern irgendwie so ein bisschen selbstmitleidig uns dann irgendwie präsentiert haben und von der Körpersprache nicht da sind. Das sind Eigenschaften und Dinge, die mir nicht gefallen. Das haben wir in der Vergangenheit schon angesprochen und das ist auch ein Thema, das ist definitiv auch eine Qualität, die wir hinzufügen müssen. Neben all der ja, spielerischen Klasse, neben all der Klasse auch und Qualität, sich an einem eigenen guten Spiel zu berauschen, aber so diese Resilienz zu zeigen, wenn Dinge gegen dich laufen und da auch mit Laufarbeit, mit Bereitschaft, mit auch so dem Impuls im Gegenpressing dann auch da zu sein und eine andere Körpersprache zu zeigen und nicht sich selbst mitleidig dann irgendwie zu präsentieren, das ist definitiv was, womit wir nicht zufrieden sind und zeigt die Bilanz heute auch wieder klar. Peter Dörr von der Bild-Zeitung. Jae-Sung Lee macht heute wieder das 1-0, ist jetzt bester Torjäger 2023 der Bundesliga. Was macht ihn denn jetzt in diesen letzten Wochen seit dieser WM so stark? Er schießt Tore. Nein, aber ich glaube schon, dass es eine Last war für ihn. Last, weiß ich nicht, ob das richtige Wort, aber es war der Highlight seiner Karriere, die Weltmeisterschaft zu spielen. Und das das beschäftigt dich dann, das hat auch Jae-Sung beschäftigt, für sein Land halt bei der Weltmeisterschaft zu spielen. Es hat ihm viel mentale Kraft dann auch gekostet, glaube ich. Und man sieht jetzt, der Jae-Sung, den wir auch kennen, vor allem von letzte Saison, klar macht er die Tore, aber auch unser Spiel verkörpert er halt auch. Und
Das ist ein wichtiger Spieler, nicht nur wegen seiner Tore, aber wie er halt spielt, was für ein Gefühl du dann auch bekommst, wenn du da ins Stadion gehst und den spielen siehst, sowohl Zuschauer, Trainerteam und Mitspieler. Und ja, der ist wieder, sage ich, frischer auch mental, glaube ich.